Ich würde sagen, dann gehen wir mal in RP rein. Gucken mal, was da so abgeht. Rohit meint, ihr geht bald alle auf einen neuen Server. Du, wo die Reise hingeht, kann ich dir noch nicht sagen, Digga. Ich mag auch den Server, wo ich bin. War mit der Performance und mit den Möglichkeiten unzufrieden. Sollte sich das in naher Zukunft ändern. Bruder, letztendlich kann man auf vielen verschiedenen Staaten gleichzeitig sein. Komm jetzt, Norbert. Hi, Olaf. Moin. Alles gut bei dir? Moin. Ja, also, ja. Warte mal, ich will mal. Weißt du, wie viel mein Auto wert ist? Was für ein Auto? Das hier rechts. Nee, keine Ahnung, Bruder. Was für ein Chip hat denn das? Ein sagt mir. Nee, das kann ich dir nicht sagen. Willst du ein bisschen Casino spielen, oder was? Ja, ich hab mich extra schick gemacht, ja. Sehr gut. Hast du, bist du noch mit deiner Frau zusammen, oder was? Peggy, oder welche? Mit der du geheiratet hast. Ich war doch bei deiner Hochzeit dabei. Ja, Peggy, genau. Und? Bist du noch mit der zusammen? Ja, ja. Und wie war die Knicki-Knacker-Bumbu-Nacht? Die war sehr umfangreich, ja. Sehr gut. Ja. Hört sich gut an. Kennst du Luisa? Nee, Digga, glaub nicht. Ist sie auch geil, ja, ich oder wollt, ja, und sie meint, sie hat Kokain für mich. Nee, davon lässt du die Finger, Norbert. Aber ich mag einmal das. Einmal stehen bleiben, Jungs. Einmal stehen bleiben. Jo, Jungs, ich helfe euch. Bisschen Geleitschutz. Der alte Abi hier. Ja, was haben wir denn gemacht? Sag mir nicht. Jo, Jungs, wenn ihr nicht dazugehört, bitte einmal weiterfahren. Nein, das ist dein Kollege, der wollte zum Küssen. Achso, ja, wir kommen gleich. Ruf Fasian vom Kali-Kartell. Wir haben uns da gerade beworben und sind danach hier hingekommen. Wir haben keine Routen. Ja, wir klären das doch jetzt. Immer ja, ja, mach das. Warum redest du überhaupt? Gib doch Ausweis, wir waren es nicht. Fertig. Alles gut. Stell dich an die Wand. Sorry. Ihr könnt uns durchsuchen, ihr könnt überprüfen. Ihr habt unsere Ausweise, alles cool, Junge. Du hörst dich an wie jemand, der, also, oha, der was verwergen hat. Oder ich nehme mir mal ein bisschen Lasagne. Bruder, du hast mir alles weggenommen. Nein, du hast noch Macaroni, Digga. Junge, ich bin am Verhungern. Ich bin ja, bei mir Mieter, auch. Alter. Ich habe auch kein Geld für Essen. Tut mir leid, Mann. Für was werden wir beschuldigt? Ich bin den Überfall unserer Route. Jungs, da oben. Also, denkst du, wenn wir für eine andere Familie arbeiten, überfallen wir eure Route? Oder? Nein, nicht auf unsere. Ja, ihr seid scheiß Zivilisten. Oh. Ihr seid dreckige Zivilisten. Nichts anderes seid ihr, Mann. Dreckige Zivilisten? Die stehen nicht auf der Liste. Jungs, ich fahr weiter, ne? Ihr habt es ja alles in Kontrolle. Ja, danke dir. Vielen Dank. Komm, Norbert. Sind wir auch dreckige Zivilisten? Nein. Alles gut. Okay. Oha, Digga, hier ist ja wieder die Hütte voll, Alter. Ja, die Blatz kommen auch, haben die gesagt. Ja. Und wie viel haust du auf den Kopf heute? 20, 30 Millionen werde ich einsetzen. 20, 30 Millionen? Ja. Ist das nicht ein bisschen viel? Nö, alles gut. Okay. Und wie sehe ich aus? Gut, ja? Sehr gut. 20, mach mal, ja, für mich. Sehr schön, danke. Mach mal für mich und meinen Freund Norbert bitte die Tür auf. Hey, Olaf. Jo, was geht? Ciao. Alles gut bei dir? Alles bestens, Digga. Ich will ein bisschen Geld verballern. Oh, was hältst du davon, mir eine Million zu überweisen? Kannst ja aus der Fraktionskasse nehmen, wo ich 5 Millionen gelassen habe, als ich abgehauen bin. Ach, 5 Millionen, Junge. Du hast 100 Millionen auf Tasche, Junge. Nein. Geh rein. Norbert, danke, Olaf, dir. Ich wünsche euch viel Spaß. Dankeschön. Ich bin Norbert. Ja, schönen Abend euch. Danke. Hast du gesehen, Norbert? Ja, letztes Mal wollten die kein Auge zudrücken und mich reinlassen. Jetzt hast du deine Antwort, ob wir Schmutzzivilisten sind. Nee. Diese scheiß Treppe. Au! Vorsicht. Oh! Norbert, ich bin hier unten. Olaf. Ich bin hier unten. Oh. Norbert, ich bin hier. Bei mir sah es gerade ein bisschen komisch aus. Ja, alles gut, Digga. Jo, was geht, Jungs? Da seh ich. Was geht, Marcel? So, Digga, hallo zu dir. Jo, Norbert, was geht, Digga? Was ist los, Marcel? Wie geht's dir? Alles gut? Wir klären hier kurz noch ein paar Rollen, Digga. Wie geht's dir? Arbeitsaufteilung, meinst du, oder was? Arbeitsaufteilung, ja. Arbeitet Playboy jetzt hier, oder was? Der ist jetzt fürs Toilettenreinigen zuständig, ja. Wieso das denn? Ich geh mir gleich umziehen, Alter. Was ist denn bei dir los, Alter? Bei dir ist es hoffentlich. Alles gut, Digga. Ich bin cremig, ganz schön cremig, Bruder. Digga, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen, Junge? Marcel? Jo. Wer hat dir deine Mode überladen, Mann? Wer bist du? Digga, so läuft man in Buxtehude rum, weißt du, was ich meine? Oder? Da gibt's sowas im Mode. Wie? Ajo, du bist der Chef, Digga. Du kannst machen, was du willst. Wie, ich bin Chef? Der ist der Chef? Nein. Okay, dann holst du mir bitte eine Chair jetzt. Alles klar? Der Hausmeister-Chef, Bruder. Nicht der Management-Chef. Du. Also kann ich jetzt nicht... Nee, leider nicht. Warte mal weg, ich bin dran. Jo, alles gut.
Du musst einmal du die Maske abnehmen. Ja, ja. Einmal die Maske abnehmen. Ey. Das geht so nicht, leider. Sorry. Auch wenn du eine hässliche Visage leider ertragen. Ja, ja, das habe ich mir eben auch bei dir gedacht. So. Ui, ja, halt sie wieder auf. Wir machen ja, heute eine Ausnahme. Wollte echt nur für dich eine Ausnahme. Ey, also ey, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein schmeißen. Piss dich, quatsch dir nicht zu, Alter. Ich will zocken, Mann. Kann man passieren. Hallo? Guck mal, ich bring Glück. So, sag schon mal. Ja. Ja. Hier ist ein Tyron, der hat gesagt, du bist vor ihm reingegangen. Darf ich ihn reinlassen? Tyron? Tyron, er ist gerade mit dir irgendwo hingefahren. Hallo Norbert. Kenn ich nicht, Digga. Ey, Norbert, Digga, Finger weg von der Garta, ja. Mann. Hi, Olaf. Das wenn ist, du das schon ist wüsstest, dass er die Finger schon drin hat. Ah! Oh, Pablito, oha. Das ist Agatha, Digga, Finger weg. Der Vize-OG der Blatz bist, ja? Luisa? Alles gut, Luisa. Ja. Bist du Agatha? Wollt ihr was trinken, ihr zwei? Nee, nee. Ja. Olaf, kannst du uns einladen? Nee. Ja. Ja, geht, ne? Ist doch super. Es ist einfach die letzte Abzocke hier. Gönn doch mal. Psst, Schatz, ich würde nicht spielen. Warum? Alter, die anderen haben Auge gemacht auf dieses scheiß Automat, weißt du? Egal. Versuch's alles, vertrau mir. Ja, Bruder, ich brauch Dings. Ich brauch, sag schnell, Glücksticket oder Roulette muss aufmachen. Roulette wäre ich auch dabei, verdammt. Das heißt ja, so um Millionen, ha? Was sagst du? Ja. Das wäre doch was. Ja, aber Roulette ist noch nicht auf, das ist das Problem. Glaubst du, das kommt, wird noch geöffnet, oder? Ich hoffe doch mal, ja. Auf wie viel spinnst du eigentlich, Olaf? Tausender. Bei dir läuft verdammt, das heißt. Ich ja, lebe hier am Rand, das limits mich. Ich muss 50er Spins machen, verdammt, das heißt. Ja, Bruder. Der eine so, der andere so, Digga. Ja, so sieht's aus. Nicht drängeln, Digga. Ja, jetzt bin ich auch da. Bruder, jetzt ein Digga. Ich bring dir jetzt Glück, Olaf. Pass auf. Deine 50er Spins werden mir bestimmt richtig Glück bringen, Digga. Leben am Limit, das ist mein Motto, ha? Bei mir kommt gar nichts. Ah, bei mir auch nicht. Ja. Ach, 6000 Big Win, Digga. Der einzige Big Win ist der Arsch von Heres. Ach, Digga, scheiß drauf, ganz möchte ehrlich. Verpiss dich, Junge! Blöder Wichser, hau ab, verdammte Scheiße! Jo, möchte auch hier mein Glücksticket abkaufen. Ich hau dir gleich eins aufs Maul, Mann. Was willst du fürs Glücksticket? 100.000. Nee, auf keinen Fall, Digga. Ich geb dir 20. Du kannst 2 Millionen gewinnen. Ja, Bruder, Junge, wahrscheinlich ist das. Ja, warum? 50.000 gebe ich dir. Nein, du hast dreimal 100er, dreimal die Chance auf 100.000. Ja, dreh doch selber, Digga. Was willst du mir jetzt dann verkaufen, Digga? Ja, aber ich was für ein Pendejo, ich weiß nicht, wie man ja, also 50.000 gebe ich dir jetzt sofort. 75. 45. 150.000. Ja, komm, piss dich, Junge, ich hab Freispiele. Ja, komm. Big ja, komm, Win 6.000. Ja. Ach, ich ja, Big Schluss, Win. Olaf, Big Win 6.000. Ja. Lass jetzt 75.000 machen du, und du hast ihn glücksiert. Warte mal, ey! Jungs, ich bin hier am Automat, Mann! Ihr macht schon wieder Auge! Ja, 75.000 und fertig. Du bist ein Wichser, Mann. Isco hat mich gerade reingelassen und du nicht, du Wichser. Woher soll ich dich kennen? Du Wichser, Mann. Isco hat mich sogar reingelassen, du nicht. Woher? Digga, wir waren zweimal im Auto, Digga. Nee, und dreimal hast du mich wieder gewaltig, du Wichser. Ja, ich kenne doch nicht deinen scheiß Namen, Junge. Woher soll ich deinen Namen? Ich hab dir fünfmal gesagt, du Wichser. Ja, Mann, ist mir scheißegal, ist Digga. Wir wollen immer hohe Automaten spielen, Mann. Was soll das hier? Halt du die Schnauze da hinten, du Wichser. Fick dich, du blöder Wichser. Hey, ich geb dir 60.000 jetzt, so. 75.000, direkt auf Hand. Nee, dann scheiß drauf, Digga. Ja, gut, dann machen wir 70.000. Nee, 65.000 maximal, Digga. 67.000. Glücksticket kostet 66.000. 67.000. Hey, 66. Ich will den Wichser Olaf, die machen Auge hinter uns. Ich schwöre, ich 67. Ich knall die gleich ab. 66, Digga. Ich geh nicht höher. Kannst auch 500 noch fragen. Ja, dann machen wir 66.500. Okay, gib das Glücksticket. Hast du bekommen? Ja, hier. Okay, dann mal. Wenn du jetzt den Jackpot knackst. Mach kein Auge! Auge. Du musst mal springen, Auge, hallo. Auge. Du hast Kaugummi. Digga, Auge. Willst du mich verarschen Auge. Oder was? Was für Auge, Alter, Auge. Du Schmutz. Auge. Was für Auge? Ich muss Auge machen, Digga. Nee, verpiss dich. Oh, sorry. Du machst Auge. Ja, Digga, weil. Ey, du machst kein Auge, Junge. Du machst Auge. Kein Auge bei Olaf, Mann. Du sonst fliegst du hier raus, Digga. Ja, okay. Nee, Bruder, ja. Ich mach jetzt das Glücksticket nicht. Du schmeißt ein fettes Auge, Digga. Das mach ich nicht. Nee, ich mach gar nicht. Soll ich machen? Komm, Olaf, ich zieh den Jackpot. Ich hab einen. Disco! Nee. Olaf, willst du Blackjack spielen um 50.000? 50.000? Ja, weil ich hab das mein ganzes Geld. Sehe ich aus wie jemand, der Blackjack um 50.000 spielt? Ja, vielleicht gewinne ich und dann kann ich das Geld nur erhöhen, wenn ich das gewinne. Ey, yo! Geh mal mit einem anderen Peanut spielen, verdammt, das ist 50.000. Du und Auge, ihr verpisst euch jetzt. Wegen euch blöden Wichser, so. Wir haben nichts gewonnen. Ihr belästigt jetzt nicht weiterhin unsere Kunden des Diamond Casino und Les Sols, ja, bitte entfernt euch. Isco, mach doch nicht so jetzt.
Jo, ihr verpissen. Könnt euch doch hier spielen, Mann, aber geht weg einfach von den. Mann, seid aber leise! Die Nerven ist sofort. Gut, die ganze Zeit. Marcel, komm mal her! Die beiden Wichser, die Schmeißer haben Auge geschmissen, der Wichser da hinten. Bringt den mir her. Der hat mir sein Glücksticket verkauft und hat dann, als ich es drehen wollte, die ganze Zeit Auge geschrien. Okay, hast du ein Glücksticket hier verkauft, Digga? Komm, nein, Dell hat hier einen unserer Stammkunden gestellt, ja? Wen? Den Olaf? Den Olaf, ich bin sofort zurückgegangen. Sofort in den Büro mit. Ja. Dell macht die ganze Zeit Auge auf seine Glücksticket. Hey, Olaf! Ja. Einmal im Büro. Marcel, kannst du kurz kommen? Das ist... Ich bin pleite. Bitte. Verpiss dich, Digga! Ich will doch nur ein bisschen. Verpiss dich, Junge! Digga, die machen so ein scheiß Auge. Ja, natürlich, wegen den blöden Wichsern hab ich auch alles verloren. Verdammte Scheiße! Ich will einfach nur in Ruhe meine Tausender Spins machen, Digga. Boah, direkt Freispiele. Gönn doch mal jetzt! 6x, was ist das? Verlängerung? Nichts. Schmutz. Das ist ein ganz großer Witz, Digga. Das ist ein Olaf. Was soll das? Jo. Dimm ab, Mann. Junge, guck mal, wo du hinläufst, Alter. Ihr rausgerutscht, Alter. Auf mich. Luisa gesagt, hat... Wer bist du denn? Du kommst gerade Also wenn wir... Luisa, alles gut. Warum? Ich werfe nur spielen, Mann. Sie sagt, da ist nichts zwischen uns und sie ist trocken. Sie ist trocken? Ja, so hat sie das gesagt. Du Wichser, bei wem bist du frech hier, ha? Was willst du jetzt schon wieder? Ich lass mal... So, Fresse jetzt, du Wichser, Hände hoch! Sofort, Hände hoch! Auszahlen und Hände hoch! Ja. Stell dich an die Wand! Du bleibst jetzt stehen, Digga. Gehst mir tierisch auf den Pisser, Mann! Was hab ich denn gemacht? Ich will den Ruheautomat spielen, du Schwanz! Was? Ich wurde gerade von demjenigen angerempelt und dann schreit er mich an. Ich hab Jungs, chill mal, nimm mal die Waffen runter, chill. Warte, ich gehöre zum Casino-Personal. Die Waffen einfach. Der ist die ganze Zeit hier frech geworden und hat in Ruhe automatisch. Ich kann die Tausender Spins nicht machen, Mann. Yo, Marcel, ich stehe hier, der labert mich zu und sagt, ich hätte ihn geschubst und ist dann frech zu mir. Ja. Okay, der Kollege hier vor mir, oder? Der Kollege, ja. Genau der. Ich entschuldige mich vielmals wegen dem. Alles gut. Sie können Getränke frei aufs Haus bekommen, vorne bei der Dame. Das ist sehr nett. Agatha wird sie bedienen und ich kümmere mich um den. Ja? Der andere, um den haben wir uns auch schon gekümmert. Dankeschön. Darf ich bitte sie einmal. So, jetzt mein Glücksticket, Mann. Hast du ein Ticket? Ja. Ich drück dir die Daumen. Ja. Norbert, wie läuft's bei dir? Alles gut. So. Alles gut, Mann. Jetzt, Abfahrt. Ich brauche ein bisschen Kohle. Komm mal. Gönn, Jackpot. Ja, was ist denn los? Scheiße! Schmutz! So eine Scheiße, Junge! Wann werden die Blackjack-Tische aufgemacht? Gleich, sofort. Ich schicke ihn mal. Ich geh schon mal hin, ja. Wunderbar. Norbert! Ja, ich komm da. Ich geb dir nur einen Tipp, wenn sie trocken ist, spucken. Hey, yo, Mr. Hausmeister, Mann. Der Automat da vorne, der grüne Automat. Ich hab eben da ein paar Tausender-Spins gemacht, bin übelst ausgerastet und hab dagegen gespuckt. Tut mir leid. Ja, was soll das denn? Warum rotzt du denn dagegen? Ja, was bist du denn für einer? So, ich steh mal jetzt in dein Gesicht rotzen und dann gucken wir mal, probier's. Wie das wird. Probier's. Wie probier's? Probier mir ins Gesicht zu spucken. Ey, Ayo, bitte, das ist ein Stammkunde. Ja, was soll das denn hier? Warum rotzt du denn da auf die Leute? Was soll das denn auf die Automaten? Verständlich, Ayo, ich kümmere mich drum. Ich dachte, das ist ein, ist das nicht hier auch eine von die Mitte, die ist hier in der Herbe? Nein. Ayo, ich bitte dich, ich habe oben im Büro Müll, wenn du verstehst, was meinst du? Der müsste einmal entsorgt werden, ja? Rutsch dir einfach hier gegen die Automaten. Ich rotze dir gleich auf deine Glatze, du Wichser, Alter. Ich spuck dir auf deine Glatze, mach dich zu meinem persönlichen Meister Proper, Junge. Ich rubbel dir so lange die Glatze, bis du kommst. Na, soll ich dir die scheiß Glatze polieren, oder was? Ey, warum beleidigst du denn gleich, du Hund, Digga? Bruder, mach doch nicht. Ja, was soll das denn? Warum beleidigst du denn gleich? Hallo! Geht mal kurz weg. Hallo? Der Handy mit der Hose? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Oh. Weg von den Automaten! Sofort! Weg von den Automaten! Dies ist kein Test! Bitte verlassen Sie umgehend das Casino! Hat er geschossen, Mann. Wer hat draußen geschossen, Jungs? Der Wichser hat Luisa geschossen! Ey, ich fick doch die Leute hier, Mann! Alle die Ruhe bewahren, ja? Ja, hier unter der Treppe, der Typ. Ich hab den. Warte. What the fuck, sind die alle geisteskrank? Ich kümmere mich um die. Ja, mach mal. Hol mal den anderen. Bitte. Was hatte der an? Ich weiß nicht, wie er aussieht. Was ist das? Der Typ hat hier geschossen, ne? Mit der weißen Mütze. Ich bin der Facility Manager. Ich möchte gerne, dass Sie jetzt einmal hier... Der war das hier, Marcel, ne? Ja.
Bring dir mal den Geld. Wollen wir die nach oben bringen? Eventuell kann ja Dings die wiederholen. Ach so, stimmt, stimmt. Lass den hochbringen. Ruf mal Ruf mal Medic. Was geht, Olaf? Nicht viel. Irgendwelche Wichser haben unten rumgeschossen. Aber warum? Wer macht sowas? Ja, ich rate auch gar nicht. Also hier darf keiner ohne Taschen rein und die Wichser schießen. Zu viel verloren. Was ist denn das für ein Quatsch? Was für Quatsch? Ich muss auch arbeiten. Denkst du, mein Geld kommt von alleine? Jo, lass mal jetzt die Leute hier in Ruhe spielen, Mann. Putz die Automaten, die nicht bespielt werden. Ja, aber der muss doch. Du vergraulst die Kunden, Digga. Davon lebt das Casino. Warte mal, ich vergraul die Kunden. Du rotzt gegen die scheiß Automaten vor und willst mir erzählen, dass ich die Kunden Mir hat gerade ein Herr gesagt, dass ich hält sich vor Wut habe ich dagegen gespuckt. Nicht im Sinne von gespuckt, sondern vor Wut beim Reden habe ich gegen gespuckt. Ah, jetzt auf einmal. Aber dieser dicke Yellow, der da gehangen hat, der war nicht von dir, oder was? Das war dein Spiegelbild. Warum bist du denn so zu mir? Lass uns doch hier in Ruhe spielen, Alter. Pass mal auf. Ich schalte dir gleich die ganzen Automaten aus, wenn du sein musst. Komm mal kurz her. Ich erzähle jetzt eine kleine Geschichte, okay? Wenn ich Lust habe, und es hängt davon ab, wie du dich mir gegenüber jetzt gibst. Wenn ich Lust habe, Digga, ist der einzige Automat, der heute Abend noch läuft, dein Arschloch. Dann schmeißt mir Münzen in dein Arschloch und die Freispiele sind, wenn du anfängst zu scheißen. Du denkst echt. Hast du da Bock drauf? Pass mal auf, ich will keinen Stress. Ich will eigentlich hier nur arbeiten. Doch, sie ist schon mein Ich will, auch keinen Stress. Ich will hier in Ruhe spielen. Ja, dann spiel doch, Mero. Wie soll ich denn spielen, wenn du ständig den Wischlappen mir durchs Bild schwingst? Ich sehe gar nicht, ob die Skater kommen. Willst du mich verarschen, was für Skater? Weil du hast eh kein Glück, erste Sache. Was für Skater? Wovon redest du? Du wirfst die ganze Zeit rein und da gibt die Schwanz der Automat, so wie immer. Und zweite Sache ist, du hörst mir jetzt mal so, ich bin hier nur an eine Automatin dran die ganze Zeit. Du willst immer nur die Automaten putzen, wo Leute dran spielen, das macht keinen Sinn. Wie, das macht keinen Sinn? Ja, ich muss putz doch die Automaten, die nicht geschält werden. Willst du mich verarschen? Digga, soll ich dir erzählen, wie der Hausmeisterjob funktioniert oder was? Ja, mach mal vor, komm, zieh dich auch mal so an und dann zeigst du mir das. So, komm mal mit, ich zeig dir, so. Oh, der wird bespielt. Junge, der wird gespielt. Oh, der ist hier gerade frei. Hm, dann putze ich da mal eine Runde. Gut, weiter geht's. Oh, der ist frei. Interessant. Den putze ich mal. Oh, der wird bespielt. Nee, da gehe ich nicht, weil das bringt ja meinen Lohn. Weiter geht's. Oh, die sind alle frei. Da kann ich ja hier putzen. Die habe ich doch schon sauber gemacht, bitte. Ja. Okay. Weißt du, schon sauber. Weißt du, wie du das machst? Du machst so. Digga. Der Kollege bringt deinen Lohn, verstehst du, wie ich meine? Olaf, hallo, was soll die Scheiße? Guck, du hast den auch abgefuckt. Du hast den nur abgefuckt, als ich hätte den abgefuckt. Doch, der hat schon kein Problem. Der will die ganze Zeit die Automaten putzen, wo dran gespielt wird. Das macht keinen Sinn. Was soll das jetzt, Olaf? Warum machst du jetzt anderes, gell? Ey, Robocop, Digga, vergess nicht, wo du herkommst, du Arschloch, Mann. Also wirklich, Olaf, das ist so ein... Ja, okay, dann geh jetzt weg vom Automat. Lass ihn da putzen. Du hast gerade Freispiele, geh weg. Du musst doch jetzt hier nicht die Leute hier vom Automaten weg. Warum bist du denn hier sowas machen? Heute heißt es, glaube ich, also so meinte Masler, ist das schon so, an die grünen Automaten zwei, drei Leute ran dürfen, mäßig. Ja, aber er will da putzen an den Automaten, wo gespielt wird, du. Digga, Robocop, Bruder, du hast gar nicht verstanden, worum es geht. Ich hab mich nicht einmal gehört, Digga. Ach, scheiß auf dich, Junge! Olaf, gib mir ein bisschen Geld, Leute. Ich hab grad richtig viel verzockt. Piss dich, Junge! Oh, meine Brille, Mann! Oh, Mann, die hab ich von meinem Opa bekommen. Och, Mann, warum machst du das? Yo, Hausmeister, guck mal. Wo willst du putzen? Jetzt zeig ich dir mal. Komm mal mit. Was ist denn das hier für eine Scheiße, Digga? Da ist ja pralle voll, Alter. Ja, das kommt da. Da stinkt hier übelst nach Campen in der Bude. Digga, der ist komplett voll. Was ist das für eine Kacke, Digga? Ja. Das ist allein dein Aschenbecher von den letzten 2 Stunden. Ich guck in einer halben Stunde nach. Wenn der immer noch dann so aussieht, Digga, dann Digga, wir reden später, inshallah. 1 Million, Jalla. Hast du 1 Million dabei? Okay. Yeah. 1 Million! Einer! Schmutz, Junge. Es ist so ein Hundesohn-Game, ne? Oder was hast du? Ja, bei mir geht's nicht weiter gerade. Bruder, ich hab nicht mal meine zweite Karte gesehen. Was ist das schon wieder? Wie? Du hast deine zweite Karte nicht gesehen. Da hab ich gewonnen. Ja, aber wieso? Wie kannst du gewinnen, wenn ich noch nicht mal meine zweite Karte gesehen hab? Ja, bei mir ist jetzt auch. Ich sehe auch nichts mehr. Ja, egal. Scheiß drauf. War noch mal 1 Million. Das Ding ist... Bruder, warte, 1 Million, merkt euch das. Und du hast gewonnen 500.000, oder was? Ja, weil das Casino 50% nimmt, Digga. Das ist so dulli. Okay, ja, dann hör mir zu. Hört mir zu. Ich kümmere mich drum. Ja. Ab morgen, übermorgen, ich werde mich drum kümmern, dass das full ist, Digga. Was ist das, so eine Scheiße? 50%? Nee. Ab morgen, dass das anders ist hier, Digga. Weißt du, was ich meine? Ja, aber vorher nochmal die Taschen schön voll machen. Vorher mache ich noch die Taschen voll. 1 Million. Ja, mach 1 Million als Hand nochmal. Komm, Soße. Jalla. Jalla, bei dir! Ne, 3, willst du mich verarschen oder was? Was habt ihr Schönes? Ich kann nicht mal eure Hände sehen. Wie scheiße ist denn das gemacht, Alter? Boah, ich seh nicht, was ist denn das? Ach, Schmutz.
Er muss wieder ins Schiff. Und? Lass mal Herr Ruhe wechseln. Ja, was ist los? Jalla, noch eine Million. Komm, noch eine Million. Noch eine Million. Komm, Jalla, noch eine Million. Mach 2,8 Millionen jetzt. Nein, ich hab nur 2 Millionen und ich... Dann mach 2 Millionen. Nein, mach ich nicht. Doch, wer Eier? Junge, ich hab 2 Hände gewonnen. Ich krieg sowieso nur 50%. Mach 2 Millionen jetzt. Ich will mein Geld wieder. Digga. Halt deine Fresse, du Schwanz. Ich mach 1 Million. Pussy. Jalla, rein da. Komm rein hier. Ich geh nicht rein. Komm. Ey, Digga, du bist doch so lebendig. Digga, wie kann man so sein? Okay, komm, Jalla, jetzt trau mich doch mal einmal. Ach, okay, ich fick Marcells Mutter. Ich fick deine Mutter. Guck jetzt, wie ich deine Mutter ficke. Guck, wie ich deine Mutter ficke. Und, wer hat gewonnen? Guck, wie ich deine Mutter ficke. Und 5% gehen wieder an den Start, Digga. Robert, du kannst doch nicht alles verzocken, Junge. Also, was hast du denn? Komm her jetzt. Was hast du? Ich hatte eine 20. Ich will mein Geld verspielen. Du musst doch nicht dein Geld verspielen, 20? Junge. Ja, und du? Nein, mach nicht den. Doch, ich hatte 20. So, komm. Sag Wallabila. Wallabila habe ich eine 20 gehabt. Aber ich hab... Jawohl! Digga, ich gewinn 2 Hände! Ich krieg nur 15%! Ja! Ich will mein Geld hier Klebefeld, Digga, ja! Ich will mein Geld... Olaf? Jo? Spielst du um 200.000 mit mir? Ja, komm, Norbert. 200.000, komm. Ich will meine Million zurück. Junge, verzock mich alles, Junge. Wie jetzt? Geh mal erst weg von dem Punkt. Kannst du nicht die ganze Zeit... Du kannst doch nicht die ganze Zeit Kohle hier verzocken. Ich will meine Million zurück, was soll das? Mach du mal hier. Geh rein, mach mal 200.000. Ich werde so Olaf seine Karten zinken. So, ich geh jetzt 2 Millionen abheben. Wir gehen gleich mit 2 Millionen rein, ja? Warte. Ich will mein Geld. Ja, bitte. Komm, Jalla rein. Robert, mach keine Scheiße, Junge. Er hat gewonnen, ich habe überzogen. Komm gleich nochmal, so lange bis ich alles verloren habe. Du hast doch gewonnen. Nein, hör auf hier, ey. Du sollst dich alles verzocken. Oh, ja, wer ist denn da? Ach, Olaf, Mäuschen. Olaf, hör mal, bist du das? Ja, oh, komm mal her hier, Mäuschen. Du bist aber ein bisschen gealtert bei den letzten Mal. Einmal, geil, einmal 2 Millionen, Digga. Ja, okay, 2 Millionen, komm. Ich hoffe so, ich mach so Auge auf Olaf. Ach, du Scheiße. Ja, ich merke, das Zocken ist nicht gut, Junge. Jawohl! Jawohl! Ich will doch noch eine Runde, Olaf. Um wie viel? Das lohnt sich nicht. 300 diesmal. Komm ran, ja. Mann, oh Mann. Ach, Schmutz. Nein! Jawohl. Norbert, jetzt komm weg von den Tische jetzt hier, Junge. Ja, Norbert, du versaust. Norbert, komm, noch eine Hand, Digga. Wieder zurückgewinnen. Norbert. Nein, lass sie dich beeinflussen. Ja, ich muss kurz Geld holen. Ja, okay. Nein, Olaf. Hör mir auf, Olaf. Der Junge weiß doch nicht, was er macht. Der ist frisch verheiratet. Lass eine 1,5 Millionen anspielen, Jalla. Nee. Komm. Das ist dein letztes Geld, oder? Das macht aber keinen Sinn, Mann. Der versteht das einfach nicht, Digga. Nee, ich spiel auch keine Hand mehr gegen ihn. Weißt du, wie wir es machen, Digga? Hm? Ich tue in meinem Kopf mischen und teile euch Karten aus, Digga. Ich sag euch dann, welche Karten ihr habt. Willst du mich verarschen? Und dann gebt ihr euch untereinander das Geld. Weißt du, was ich meine? Nein, auf keinen Fall, Digga. Ja, Digga. Bruder, ich will, dass du deinen maximalen Gewinn rausholst, Digga. Nein, ja, dann gib 50% ab, Digga. Gar kein Problem. Nee, ich spiel einfach keine Hand mehr. Warte, ich muss mal kurz was erledigen. So. Besser ist es. Ach, Digga. So, Margret, Jalla, ab in die Suite, mach die Beine breit. Tut mir leid. Bin gleich da. Marcel. Jo. Du solltest aber dein freches Mundwerk mal ganz schnell. Ich spiel keine Hand mehr. Kollege. Ja, mein Warum? Mund. Weil, Digga, weil ich keine. Wir holen uns später zurück. Nee, Bruder, das wird sowieso nichts. Das weiß ich jetzt schon. Wenn du verstehst, was ich meine. Doch. Marcel, ja, müssen wir. Junge, was soll das? Hast du 50%? Früher war es 5%, jetzt sind es 50 oder was? Ja. Und das hab ich entschieden, Digga. Was wollt ihr jetzt machen, gell? Ja? Oh, Margret, Digga, ist so geil, Mann. Komm, Furz für mich. Furz für mich. Komm, Furz. Komm, hau einen dicken Furz raus, bitte, für mich. Ins Gesicht. Olaf, hör mal, das kann ich doch nicht mehr. Nee. Kommt gleich lang mit. Eine Million. Dem Alter geht das nicht. Ey, du Schmutz. Ey, Norbert, wenn du 500.000 hast. Ja, komm, Norbert, komm. Jalla, Olaf? Wer hat gewonnen? Olaf, wie sieht's denn aus bei... Bei mir hat noch niemand gewonnen. Ja, weil ich doch Angst habe ein bisschen. Ja, dann mach doch mal jetzt. Oh nein! Sie. Hast du eine 23 raus? Nein, 17. Ich hab auch 17. Oh nein, ich hab schon überzogen. Warum zieht denn bei 17? 17, Digga? Ach, lösch dich, Bruder. Lös auf. Digga, wer mit 17 nochmal zieht, Bruder? Ich hol mein Geld nochmal. Ich hab noch kein Geld bekommen. Ah, jetzt hab ich Geld bekommen. Beste Leben. Ey, Margret, was machst du da die ganze Zeit? Ich nehm Drogen, und du? Ja, lass doch mal was sehen hier. Ihr sind gierige Augen, wenn du verstehst. Redest du mit dem Olaf? Nee, ich rede mit dir, Baby. Ich glaube, vielleicht redst du eher mit dem
Olaf, vielleicht macht ihr euch einfach mal nackig, Jungs. Was haltet ihr denn davon? Wir können gerne oben in meinen Pet auf. Nee. Komm doch mal, stell dich doch noch mal zu mir. Komm, stell dich doch noch mal zu mir, bitte. Vor mich, bitte. Wollen wir noch mal den Anzug angucken? So richtig vor mich, dass meine, mein letztes Geld jetzt schon mal 500.000. Ja. Ich bin eine alte Frau, hör mal. Zieh mich jetzt nicht über den Tisch. Olaf, wir haben ein Zimmerloben. So, komm. So, 500.000 noch mal, jalla. Norbert, komm. Kommt rein. Komm! Schmutz! Ah, das ist wieder verloren? Ja, Norbert hat schon wieder verloren. Geh mal dahin, Mann. Oh, der macht Stress im Casino. Hey! Sorry. Nein, das ist nicht hier. Komm mit, Mann. Hier. Kommt her. Hier, Mann. Genau da, wo Olaf steht. Ja, hey, was drängelst du denn? Ja, okay, entspann dich doch. Bist du Löwe geworden? Chill doch mal deine Eier. Ich hab Digga. Dich nicht berührt. Ja. Also wirklich, der Typ ist ja nur auf Krawall aus, Mann. Brauchst du eine kleine Umarmung? Musst du nicht bei Automat in N-Words hingehen? Komm her, Digga. Ayo ist ein bisschen anfällig, Mann. Komm her. So, hab ich. Oh, ja, genau. Tut mir leid. Wenn ich spiele, werde ich ein Arschloch. Nee, ich mag dich. Mir tut's auch leid. Komm her nochmal. Komm her. Ich wollte das nicht. Alles gut. Soll ich dir ein bisschen Geld zum Spielen geben? Willst du auch mal? Ja, bitte. Ich will auch mal auf meinem Fufi spielen, bitte. Hier so. Viel Glück, Bo, Chance. Willst du mich beleidigen oder warum gibst du mir 100.000? Sehr ehrlich. Nur 100.000? Ja, was, ey, wo bist du, du bist Multimilliardär sogar vielleicht. Digga, was bist du denn für ein undankbares Stück Scheiße, Junge? Ey, Bola, was ist das, 100.000? Soll ich mir Center-Shock davon kaufen, bitte? Digga, willst du mich verarschen oder was, Mann? Hallo. Hallo. Der hat mich geprügelt in meinem Pimmel. Digga, gib mir die 100.000 sofort wieder, Alter, du undankbarer Wichser. Hallo. Digga, ich geb ihm 100.000, er sagt, er will sich davon Center Stock kaufen, Alter. Dein Gesicht werde ich mir merken, Alter. Norbert, noch eine Blackjack haben oder was? Ja, ich hab kein Geld mehr. Oh, sorry. Ja, sorry. Ich würde sagen, das ist schon sehr. Wo geht's denn ins verfickte Büro, Mann? Management hier. Blatt waren das, ne? Ich, ja. Nein, Frank hat sein Messer rausgeholt. Oh, okay. Wollt ihr ihn abstechen? So, Chito, hat merkt ihr das? Okay, Chito, merkt ihr das mit dem Blatt? Das geht so nicht, ja? Und überlegt ihr, was wir mit denen machen. Ja, habe ich dem Sergen gerade auch gesagt. Okay, Sergen, das geht nicht, was die Blatt gemacht haben, ja? Das müssen wir dann auf eigene Faust klären, weil der Typ, der mir gerade helfen wollte, zu spät gekommen ist. Ich werde ihn jetzt nicht 2 Stunden später das Ding auflösen lassen, wenn du verstehst, ja? Okay. Top. Alles klar. Wir müssen los mit Olaf hoch, ja? Wer ist Olaf? Hier, neben dir. Rechts neben dir. Das ist Olaf! Ja. Ach du Scheiße. Einfach Donowall, Digga. Grüß dich mal, was eigentlich? Ja. Scheiß auf die, Digga, ich will ficken. Schnauze, Alter! Ey, du Waschlappen, geh mal zum Sonnenstudio. Wie siehst du denn aus, Alter? Die brauchen dann ab von dir. Ja, wir wollen auch schon sagen, wer bist du? Welche Goldkette da und deinen Schuhen aus Istanbul. Bruder, ach, zieh dir mal eine Hose an, die für Männer ist. Ja, deine Leggings zu sagen, da. Ne? Deine Hose ist ein bisschen zu kurz. Der mir, Alter, der mit also, du hast also genau dieselbe Farbe Hose, du voll. Das ist was denn für eine Kombination, Digga, Cappy mit Anzug. Ne, richtig. Digga, das können nur die richtigen Jeans tragen. Digga, guck mal seine Koteletten, Bruder. Die gehen runter bis zu seinen Füßen, Digga. Koteletten? Ja, Koteletten, Digga, perfekt, super. Geh du mal irgendwie kurz Sprit holen. Wo ist denn die Bitch? Moment. Komm mit. So. Ach du meine Güte. Was? Es ist auf einmal so warm hier. Ich weiß nicht, was du meinst, aber wollen wir nicht lieber in die Suite gehen? Was soll denn das jetzt hier werden? Nee, Marcel, mit dir gehe ich nirgendwo mehr hin. Hast du das verstanden? Sind die weiblich, die Personen? Hör mir auf, Isko, merkst du das? Männlich. Ja, aber Marcel macht doch nichts. Komm schon. Komm, Olaf. Isko, mal wieder die Spinnenbeben wegmachen. Hier vertraut sie doch, oder? Was? Ja, Mann. Olaf, komm. Olaf, warte mal. Olaf, hör mal auf. Zieh dich an wieder. So, wir ziehen uns an. Aber komm mal bitte mit, ja? Mit Isko. Isko ist mit dir, ja? Komm mit. Ja, oben ist ja. Kommt alle hier rein. Ich komm, ich halte alle ist hier rein. Ich werde dir so das Schlapperloch ausschlabbern. Komm mal, Glied, das komm, ist Margret. Die perfekte Entspannung, die du blaust. Aber Isko, so hat das beim letzten Mal auch angefangen. Komm, Margret, Margret, komm her. Setz dich rein. Hat mich dann bis in sein Schlafzimmer gelockt. Hör mal, sowas mach ich nicht nochmal. Margret, komm her. Isko kommt auch rein. Was hältst du davon, wenn Isko auch rein? Ich bleib hier stehen. Komm, Margret. Margret, komm rein. Margret, komm rein, Alter. Und piss alles voll, komm. Aber das ist gar kein Problem. Aber ihr zwei seid aber ganz schön unfreundlich. Komm rein und piss mich voll. Ja, echt. Olaf, du kannst rauskommen, dann kriegst du gleich eine Schelle. Oh ja. So, nee. Komm, schlag mich. Jungs, das ist ja hier mit Kamera und so. Ich glaube, ich bin ja wohl der Mann. Ey, Mann, was soll das, Digga? Ich hab schon Steifen. Das sollte doch nur eine coole Party sein hier, mit Musik und so. Naja. Für mich ist das nichts. Ja.
Ja, ist gut. Wie sie im Wasserplanschen. Ja. Ja. Wow. Vielleicht könnt ihr einfach gegenseitig an euch rumspielen. Ey, scheiß auf die. Wird von uns nicht bezahlt. Du musst schon das nicht. Ja, ich will ja gar nicht mehr rein. Ja. Margret, ich fahr dich. Nicht Norbert. Sorry, komm mit. Norbert. Lass ihn jetzt. Wohin? Norbert. Ja, ich. Kann ich dir vertrauen, Olaf? Ja, meine Emotionen sind gerade übergekocht. Also. Entschuldigung, Olaf, Entschuldigung. Alles gut. Kein Onkel mitkommen, Olaf? Was? Kein Onkel mitkommen? Wer ist Onkel? Ja, Onkel Kalle. Ja, klar. Onkel, komm mit, Onkel. Verpiss dich, Norbert. Ja. Was ist denn los mit dir, Junge? Ja, du musst doch verstehen, dass sie dich nicht will. Ja, aber nur weil ich nicht genug Geld habe. Ja, wenn man 2 Millionen im Casino verzockt, dann kriegst du sie wieder, oder was? Ja, aber hätte ich gewonnen, vielleicht. Hat Agatha dir die kalte Schulter gezeigt, oder was? Ja, die hat ihm den Korb gegeben und er versteht es einfach nicht. Sie hat. Warte mal. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Warte. Also, Watto, was fährst du gegen meinen Taxifahrer immer noch, ja? Schnauze, Junge, Watto. Sind die Eier gewachsen, oder was? Ja, das ist mein Onkel, Mann. Norbert ist mein Onkel, Mann. Ja, aber beleidige ihn nicht, Digga. Ist so unkorrekt, Mann. Ah, nein, Digga. Ey, ich pack deine Waffe weg. Watto. Ich hab keine Waffe, Junge. Was los? Ich mein Norbert. Norbert? Ich bin Norbert und ich lass mir das nicht gefallen. Hast du mich verstanden? Pack deine Waffe weg. Schieß, Norbert. Entschuldige dich. Schieß. Norbert, pack deine Waffe weg. Ganz ruhig. Entschuldige dich. Norbert, hör auf. Ist dein Ernst, Norbert, ja? Du sollst dich entschuldigen. Okay, Norbert. Ja, okay. Ey, Blatto, Blatto, entschuldige dich einfach bei ihm und gut ist. Ja, Norbert, okay, Entschuldigung. Ja, perfekt, einsteigen. Pass auf, Norbert, pass auf. Sag mal. Pick ihn, yeah! Ja. Sehr gut gemacht, Norbert. So, einsteigen. Ich bin stolz auf dich. Dem hast du's gezeigt, Mann! Du bist Norbert, Digga! Du bist Norbert! So kriminell alle! Ich bin Norbert und ich lass mir das nicht mehr gefallen! Sehr gut gemacht, Norbert. Junge. Die Leute müssen dich ernst nehmen. Und vor allen Dingen deine eigene Familie. Ja, und Olaf, ich hab jetzt. Weht ihr ein anderer Wind in der Stadt? Genauso sieht's aus. Beiseite, ja. Norbert ist hier. Geh beiseite. Redest du eigentlich? Meine ich dich, Junge. Schnauzt du da draußen? Hast du gerade meinen Neffen angemacht, oder was? Olaf. Wer, ich? Ja, du. Olaf, bist du's? Wer ist dein Neffe? Ja, hey. Hast du gerade meinen Neffen angemacht, oder was, du Wichser? Weißt du, Bruder, hab ich auf dem Ponyhof geschenkt bekommen. Ja, hinter mir steht, Junge. Oh, die junge Dame kenne ich doch auch. Ja, kümmere dich um ihn, den Wichser. Hau ihn um, den Wichser. Norbert, zeig ihm mal, wer der Mann ist hier. Hau ihn um, Junge. Ich bin der Mann hier. Wo macht ihr rum? Was macht ihr? Du bist der Mann. Bestimmt im Casino. Ja, wir waren im Casino, ja. Oben ging da was. Ja, gib ihm, Junge. Ja, ein bisschen gewonnen. Sehr gut, Norbert. Sehr gut, Junge. Ja, los, wehr dich. Du. Fick ihn, Norbert. Oh mein Gott. Ich hab nicht. Wehr dich, Norbert, wehr dich. Nö, gib ihm noch einen Links-Combo, Junge. Du Pussy. Oh. Ja. Ey. Fick ihn, Norbert. Fick ihn, Norbert. Hilfe, ey. Na los, wehr dich, du Pussy. Ich hab nichts gemacht. Meld dich mal. Fick ihn, Norbert. Dann zeig ab jetzt mit bisschen Respekt, lieber. Was gehört? Was denn? Ich muss jetzt weiter. Ja, alles gut. Alles gut. Ja. Und das nächste Mal zeigst du direkt Respekt, yo. Ja. Was lachst du ihn aus, Junge? Hast du gerade ausgelacht, du Wichser, oder was, du kleine Pussy? Ausgelacht. Hey. Hast du gerade meinen Neffen ausgelacht, oder was, Junge? Halt die Fresse. Hast du, Digga. Ah, alles so. Ich bin weg. Ah. Zeig Respekt, der, Junge! Da liegt der Schmutz, ja. Hast du noch einmal meinen Neffen da an, liegt der, ja. Norbert, du musst durchgreifen, Digga. Du musst durchgreifen, jetzt, Norbert. Ab jetzt bin ich eiskalt, ja. Bin stolz auf dich. Ach du meine Güte, Norbert. Hi, Mandy. Hi, Mandy. Hallo. Alles klar, oder was? Was ist denn hier los? Ah, er hat keinen Respekt gezeigt. Bei dir, Junge? Ja, der hat keinen Respekt gezeigt. Hallo, ja. Opa Ling. Wollte er Respekt zeigen. Hallo, Margaret. Ich hab grad Lust, einen Raubüberfall zu machen irgendwie. Oha, einen Raubüberfall, Norbert? Wie findest du den Norbert, den das können Herrn wir erst morgen machen, hab ich dir doch gesagt. Mit ganz vielen verletzten Ohren. Bist du nicht mehr bei dem Bullen? Nee, ich hab gekündigt. Warum das denn? Kein Bock mehr auf den Saftladen da. Hat der Herr dich unsittlich angefasst? Nein. Hast du ein Problem oder was? Aber Mensch, Olaf, hör mal, ich bin ganz aufgewühlt von eben. Das war ich ein bisschen drüber. Lass die Blume doch mal stecken. Ja. Ich will ihn bringen jetzt. Warte mal, was genau ist denn in dieser Suite passiert, Margaret? Na gar nichts, ich bin abgehauen. Nicht meine Margaret, bitte. Hi, Mandy. Hi, Norbert, wie geht's dir? Alles gut? Und der Norbert ist heute nicht auch auf Krawall gebürstet. Ja, hier weht jetzt ein anderer Wind in der Stadt, Mandy. Ja, was ist denn passiert, Norbert? Er ist gestern
das mit deiner Mama und jetzt, du bist, glaube ich, umzingelt von Weibchen. Hier geht's drunter und drüber heute, Mensch. Nee, du Ajo, das ist unser Fahrrad, Mann. Was? Das ist unser Fahrrad. Wo soll ich das denn wissen? Nee, deswegen sag ich's jetzt ja. Oder hast du? Ach so, ja, okay. Kein Problem. Hast du kein Fahrrad oder was? Nee, ich hab mein Auto hinten stehen. Ich wollte nur ein bisschen Fahrradsport machen. Ach so, ja, easy, alles gut, Digga. Alles klar. Jo. 500.000. Was ist denn mit dir hier? Hallo, wer bist du denn, Junge? Ist die unterschrieben von hier, einem Musiker? Hallo, Stuffeltuch. Wer bist du? Von mir. Hey. Was, ey, wer bist du, Junge? Wie, wer bin ich? Ja, wer bist du, frage ich dich. Ja, ich bin da. Das sieht man doch, wer ich bin. Oh, ja, okay. Sieht man ihn mit einem Stuffeltuch im Gesicht oder was? Ich melde mich. Okay. Ja, was hast du denn Angst gemacht? Mir doch scheißegal. Also, wer ist dabei jetzt, einen Überfall zu machen? Moment, wie viel Geld springt denn dabei raus? Das entscheide ich. Sag mal, das Geld könnte ich gut gebrauchen für den Rollator, Norbert. Ich könnte auch eine Geisel spielen. Das ist nicht mein Problem. Als Geisel habe ich schon Erfahrung. Auf Knien, ja. Sagst du? Ja, ich war schon Geisel, also kann ja, ich ganz gut. Ja, ist mir klar, dass du schon auf Knien warst. Bist du eher devot wieso unterwegs? Wieso ist dir das so klar? Nee, alles gut. Ich meine ja nur. Oh, ja, okay. Bist du eher devot unterwegs oder wie? Ach du meine Güte. Ja, gut. Ja, gut. Ja, aber Oma, bist du überhaupt noch fit auf der Beine oder was? Die ist sehr fit, glaub mir. Die hat, na, hast die mich mal angeguckt. Die hat Haut so zart wie ein Baby. Ja. Woher weißt du das denn, Olaf? Hast du nicht auch erst eine neue Hüfte bekommen? Mensch, ich bin montags doch immer beim Pilates, meine Freunde. Oh ja, gut so. Olaf, woher weißt du das denn? Weil, also ich so, wenn ich jetzt hier ein ganz offen und ehrliches Geständnis machen kann, leider möchte sie nicht, ist auch in Ordnung, die Margret, aber wenn ich könnte, würde ich ihr sehr gerne ihre Hühnerfüße. Ja, jetzt aber vorsichtig, ja, gut, ihr neues Hüftgelenk. Ja, ja. Nee, nein, das ist ihre Hühnerfüße würde ich gerne ablecken. Ach du meine Güte. Hör mal, das Junge, ist aber auch mit denn? Fußpilz, das weißt du doch, Olaf, das hast du doch schon gesehen. Sehr gut, genau mein Ding. Oh. Junge. Der hat aber einen komischen Fetisch. Ja, was soll ich sagen, ey? Das habe ich von Norbert. Unglaublich. Ja, ich bin Norbert, ja, das stimmt. Mensch, ich habe gleich ein ganz anderes Bild von euch allen. Sollen wir euch kurz allein lassen? Junge, wie widerlich muss man eigentlich sein? Okay. Ich verstehe, also jeder steht hier auf Käsefüße, kann das sein? Also ich liebe Käse. Norbert, nimm die Waffe runter. Hulk steht nur Norbert, auf du richtest die auf meinen trainierte Kopf, blonde Männer. Bist du wahnsinnig? Schnauze. Nein, ja, alles gut, ja. Hä? Aber im Polizeipräsidium habt ihr doch regelmäßig Gangbang-Treffen gemacht. Ja, ich bestimmt nicht. Doch, du warst doch immer ganz vorne mit. Mhm, das denkst du. Mhm. Onkel, stimmt hast das? Hast du geträumt, Junge, als du dir die Polizeiweste umgezogen hast? Das hat mir Theo von Alge erzählt. Ja, ja, ist klar. Der hat mir das erzählt. Theo? Ja. Theo hat das erzählt. Theo hat gesagt, ihr macht immer regelmäßig bei der Polizei Gangbang. Das hat er mitbekommen, als er ein Praktikum gemacht hat. Ah, so, ja, natürlich, klar. Ja. Mensch, was sind denn das für Themen hier? Hör mal, aber Olaf, dein Hut, der sieht echt teuer aus. Ja, der ist auch aus echtem Schlangenhaut, also Schlangenleder. Ja, Margret, hast du nicht ein Fable für Cowboys? Oh ja, hat man da auch viel Geld für bezahlt. Ja, ja, habe ich auch viel Geld für bezahlt. Ist das immer noch so? Würdest du, du brauchst einen neuen Rollator oder was? Ja. Ich könnte den Sponsor dafür machen, den Sugar-Papa. Aber weißt du, was das Problem ist, Olaf? Mhm. Hier das Krankenhaus und auch die Krankengasse hier, die wollen mir das alle nicht geben, weil die sagen, ich bin noch zu fit dafür. Aber guck mal, wie ich stehe. Ja. Ich bräuchte doch so dringend einen, aber hier will mir den keiner geben. Hör mal. Also, die Krankengasse macht auch immer dicht. Diese kleinen hat der was zu essen? Trinken also, vielleicht? Oma, was du brauchst, ist jemand, der dich einmal richtig schön einringt, damit du aber wieder gerade stehst. Ich glaube, das hilft in meinem Alter nichts mehr, Kalle. Ja, sicher. Einmal Olaf kurz gerade biegen, da Olaf kann er bestimmt, der Junge. Ja, und dann renke ich mir wieder was aus und dann muss ich wieder 6 Monate lang zur Krankengymnastik machen. Was zu trinken, Olaf? Ach so, ja, davon habe ich auch noch. Ich sag dir ehrlich, Margret, du wirst es mir nicht so glauben, aber... Also, wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich auch gar keinen Rollator kaufen, weil dein extrem attraktives Hohlkreuz dadurch verschwinden würde. Ja, genau das meine ich, ja. Meinst du? Ja, da kommt dein Booty nochmal richtig geil zur Geltung. Ja, an. Oh. Ja, ja. Ja, nicht nur ihr Booty, auch ihre Busen hier vorne, ne? Also ja, die Milchtüten schwabbeln die ganze Zeit. Also, hör mal, ihr habt da echt extra ein Tuch drüber gepackt. Reißt euch mal zusammen jetzt hier. Das ist doch nur nett gemeint. Ja, ja, natürlich. Ja, also, das letzte Mal, wo wir zwei nackt auf Knien waren, hat dir doch gefallen. Ja, ist so, genau, Margret, Alter. Da waren wir beide nackt auf den Knien, Alter. Und da, ja, ja, die zwei waren meine Geiseln, wo wir einen Raub gemacht haben. Ich bin Norbert. Was? Und bekanntlicherweise müssen Geiseln nackt sein, wenn ihr versteht, wie ich meine. Lassen? Nee, aber der Olaf hat einen dicken Arschbohrer bekommen. Oh ja, geil, Mann. Und ich war Fotomodel, ja. Ja, genau. Ja. Sie hat mir einen Arschbohrer gegeben und danach hat sie noch Norbert dran schnurren lassen. Das war so geil. Ja, das war gut. Ja, Margret ist eine Schlimme hier. Ja, ja, das ist es ja. Na, hör mal, ich bin jung geblieben, auch im Kopf. Ja. Ja, wir können ja zusammen Pfandflaschen sammeln, gar kein Ding. Die Monat 50 Euro im Monat, Junge, was soll ich...
Jo, was ist los? Moinsen. Moin. Könnt ihr auch noch mal kurz weggehen, danke. Eine Frage. Wurde der Maybach in den letzten 10 Minuten bewegt? Nein. Sicher? Wenn ich Ihnen das sage, dann ja. Du, der Herr. Ja. Ja, von da sind Sie sicher. Also der Wagen, das ist der mir hinten reingefahren ist, richtig. Was ist denn los? Nee, es geht darum, dass der Wagen in den letzten 10 Minuten ein Täterfahrzeug wurde. Mhm. Weil aus anscheinend von dem Fahrzeug aus eine Person hier geschossen worden ist. Aha. Deswegen. Und das ist der einzige Maybach hier in der Stadt? Tatsächlich, der Lackierung gibt es hier tatsächlich nicht oft. Ich weiß jetzt nicht, was hier das Problem ist, also... Gegen Sie ist nichts tatsächlich, wir müssen aber mit den Norbertern reden. Wer ist denn Norbert? Mit mir? Sind Norbert? Ich bin Norbert. Müssen wir mit Ihnen reden, aber mit dem Turm. Kommen Sie einmal mit, bitte. Ich hab mir da was zugesteckt, ich bin ja. Was denn? Das ein Norbert. Vielleicht mich umgebracht hat oder ins Koma gesteckt hat. Ist Norbert nicht dein Familienmitglied? Ja. Hm. Und ich kann dir nur so viel sagen, Olaf, ja. Sollte das stimmen, ja, dann ist es umso trauriger und desto mehr wird Norbert leiden. Ja, ich zähle nicht zu deiner Familie, ich mische mich da nicht ein. No, natürlich nicht. Aber du verstehst das ja, das ist sicher nicht, oder nicht? Du, ich kann da nichts zu sagen, ich weiß nichts. Keine Leiche, kein Fall, würde ich sagen, oder? So, also, da ich auch anwaltliche Vorkenntnisse habe, würde ich jetzt gerne... Wenn ihr gleich noch weiter hier hinkommt, werden wir das Verhör gleich einfach ins PD verschieben. Worum geht's denn, Herr Officer? Sagen Sie es mir noch einmal ganz kurz. Vielleicht kann ich da ein bisschen... Wie ich gerade schon gesagt habe, ein Tatbestand. Deswegen werden wir erstmal mit ihm reden, dann kommen wir auf Sie zu und dann auf jeden Fall noch welche dabei. Ja, Olaf, er sagt, ich habe irgendwen abgeknallt oder so ein Scheiß. Ja, aber dann durchsuchen Sie ihn doch erstmal als allererstes, um Tatverdacht auszuschließen, oder nicht? Ja. Sind Sie damit einverstanden? Ja, klar. Ich sag doch, ich bin hier schon seit einer Stunde. Also ich bin auch alles gut. Lass mich immer weg, ne? Bitte geben Sie mir das wieder. Das ist so geil. Und, wollen Sie ins Gefängnis? Nein, es ist doch Eigenbedarf. Was haben Sie ihm denn jetzt abgenommen? Er hatte Kokain dabei. Koks hat er dabei. Ja, das kann ihn auch irgendjemand zugesteckt haben. Also es geht doch jetzt hier nicht um Kokainangelegenheiten. Aber deswegen habe ich ihn das ja auch weggenommen. Ne? Ich hätte ihn jetzt erst essen können und mitnehmen können. Ja, okay, korrekt. Norbert, mach den Kopf wieder hoch. Du bist ein Mann. Ja, ich bin Norbert und ich lasse mir das... Ja, komm jetzt mal auf ihn zu, ne? Du machst die Kommen mit. Norbert, immer ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben. Norbert, darf ich dir mal was sagen? Ja. Wenn das stimmt, was mir gesagt wurde, ja, dann werde ich dich jagen, wie ich dich habe. Willst du mir gerade drohen? Norbert, ruhig jetzt erstmal. Du hörst mir mal jetzt gut zu, Watu, ja? Okay, sieh. Langsam habe ich die Schnauze voll, ja? Aha. Und wenn du noch einmal so in dem Turm mit mir redest, dann schiebe ich dir meine Faust so tief in den Arsch, dass du Mundgeruch nach Scheiße hast. Hast du mich verstanden? Paul, beruhig dich ja mal, ja? Ob du mich verstanden hast? Hast du deine Zunge verschluckt? Nee. Ich erkenne dich nur nicht wieder, du Stück Scheiße. Norbert, nicht mehr ruhig sein. Norbert, ruhig. Ist mir scheißegal, Norbert, ruhig dich, Junge. Wir sehen uns nochmal. Also, Auseinander. Bleib ruhig, Norbert. Herr Norbert? Norbert, ess doch eine Gemüselasagne, die ich dir gegeben habe. Die beruhigt. Ja. Gemüselasagne ist ja richtig ekelhaft. Hey, Herr Officer, Sie sind nicht hier, um zu beurteilen, wie meine Gemüselasagne schmeckt, sondern um Verbrechen aufzuklären. Aber wer isst denn Gemüselasagne? Hallo! Ja, natürlich, als nur Veganer essen. Ja, Frau Officer. Gemüselasagne. Frau Officer? Ja, das ist eine Frau. Ich glaube, langsam ist halt doch Frau. Nein, hier ist keine Frau. Der Motor wird doch warm gewesen. Gemüselasagne. Also, ich sehe sie sehr oft beim Frauenfriseur. Es gibt keinen Frauenfriseur. Das ist tatsächlich, man nennt ihn tatsächlich auch Kick FM. Halt die Fresse, halt die Klappe. Ja! Geht, wieso wirst du immer auseinandergenommen? Ja, nicht auseinandergenommen. Ja, geht, darum wirst du immer auseinandergenommen. So, haben wir das geklärt jetzt hier, oder was? Ja, ist geklärt. Ja, wunderbar. Norbert, wenn du sowas gibst, komme ich auf dich zu, ne? Wunderbar. Ja, genau, ja. Wir sehen uns, Norbert. Nee, wir sehen uns nicht nur, du spürst mich auch, was du... Und ich möchte keine Auseinandersetzung zwischen euch beiden. Ja, ich kenne das. Das kommt dir beide nicht so lange. Sollten Sie mal vielleicht einen Platzverweis aussprechen hier für den anderen. So, Norbert, komm. So ist besser. Ja, gleichfalls, dankeschön. Ich hab's dir gesagt. Seid ihr beim Adventskalender? Was ist? Oh ja. Jetzt komm, das ist. Und es hat nichts mit dir zu tun, Mann, ja? Pass auf dich auf, Mann. Ja, wir müssen jetzt schreiben. Lass dir gut gehen. Ciao, ciao. Was ist? Ich seh, adios. Norbert. Ich geh jetzt pennen. Hast du Bock? Gehst du jetzt? Ja. Viel Spaß. Behandle das Auto gut. Olaf, ja, gute Nacht, ja. Gute Nacht hier. Kuss, wieder schauen und reingehauen. Dankeschön.